Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Ellengrad. Ja, die Wiese ist ja gesagt schon Ballenpresse fertig. Jetzt geht es rüber zum kleinen Wiesen am Hof. Die pressen da noch fix die Heuballen. Kurz reingucken, ob wir das vergrößern können auf 190. 180, Entschuldigung. Heuballen geht auf 190. 180. Silageballen. 150 cm. Das ist halt so, ne? So. Das Heu ist vom Winter. Mischfutter halt, ne? Vielleicht muss ich noch mal eine Wiese normalen Heu machen, mal schauen. Kann sein. Ich habe jetzt einen Mod drauf für Ballenpressen, dass er automatisch anhält. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Stroh werden wir auch in Ballenpressen. Da überlege ich, ah ja, müssen wir eigentlich mit Fußlich fahren, ne? Dass er das alles schön. Oder ich muss es näher spannen, ne? Die Option besteht ja auch. Das Stroh zu spannen. Dann kann ich drin reinfahren. Was er noch machen muss, ist die Abfahrt, den Verkaufskurs eigentlich programmieren. Teil werde ich verkaufen und Teil werde ich einlagern. Das wird beides noch einfahren. Das sind nur Weizen. Was verkaufen. Nimmt man das Weizen ist, Felsbrunnen wäre Bahnhof gleich mal. Mühle 110 und Markt. Also knapp 1000 jetzt. Der Preis wird garantiert fallen. Aber ich brauche Geld für eine weitere Wiese. Da wir noch eine Ernte einholen können für Gras extra. Damit wir da ja. Was die BGH am Winter so tun hat, ey. Darum geht's ja. Ich will aber eigentlich in Zukunft die BGH mit ja, so einem Silo fahren und dann werde ich wahrscheinlich, also ist jetzt blöd von mir, aber gut. Wahrscheinlich muss ich da dann mal jetzt umbauen. Also mir sind nicht so zufrieden, weil ich ja im Prinzip von hier mit dem Radlader besser sofort hier ranfahren könnte, ne? Müsste nicht mal in die Kurve fahren. Aber schade. Dieser Erd muss Geld rechnen. Müsste ich überlegen, ob ich da. Ja, dann müsste ich beides leer haben. Dann müsste die Lage aus dem Meter raus sein, damit das gut geht. Nicht ganz, ne? Eine Ehre fahren. Ändere alles nicht gerade so, wie es sein soll. Jetzt mach's gehen. Naja, gut. Das Mais haben wir gekriegt. Mitbekommen. Nur mit drei Ballen, glaube ich, hier. Oder vielleicht wird es vier. Ja, immerhin, ne? Das ist für zwei Tage Futter. Also im Monat. Hey, ich wünsche mir allen schon Sonntag. Für soweit. Ja.
bisschen was. Aber nicht viel. Wir haben hier 1, 2, 3. Da ist keiner. 3 Ballen und den Rest. Wir werden keinen ganzen mehr hinbekommen. Ein bisschen. Fahren wir so lang, ne? Ah, hat nicht ganz was. So. Muss irgendwo eine Kante sein, dass nicht hochkommt. Rüber zur nächsten Wiese, ne? Oder ja, ja, Wiese. Kleines Stück. Da kann ich jetzt auch die Geschwindigkeit ein bisschen höher fahren. Ja, ein paar Erdbeeren haben wir auch schon. Ja, kann man nicht verkaufen. Wäre möglich. Könnte man das Geld verdienen, falls es fällt. Oder die Wiese halt, ne? Ist ja eine Alpinenkarte, da gibt es ja mehr Wiesen als Felder. Schade, dass die Wiesen keine. Da gibt es keine Mission so, ne? Alles Wiesen, Felder, man muss sich erstellen, beziehungsweise man muss umgucken, ne? Ah, jetzt bin ich auch müde jetzt, gibt's doch gar nicht. Abend, morgen bearbeiten, hochladen, reicht aus für Freitag. Dann braucht YouTube ein bisschen länger zum Bearbeiten. Ja, dann ist es halt so, ne? Aber ich versuche das immer möglichst zeitnah hochzuladen, damit die Qualität auch passt. So eine Wallenpresse steht bei uns in der Ausstellungshalle. Arbeite bei Pöttinger. Die erste Ballen von hier. Der andere war ja noch zum größten Teil unten gewesen. Hier unten insgesamt 4 und hier sind wahrscheinlich. Ja, ein paar mehr, ne? Wird aber nicht reichen auf Dauer. Ich bin müde, wie gesagt. Ich finde ja die Frühschicht so ja nicht schlecht. Man ist ja relativ früh zu Hause. Um die Zeit vergeht, dann kommen wir da auch am besten. Ne? Wie gesagt, aber mal sehen, vielleicht geht es mal besser. Mit Schlafen, Durchschlafen vor allem. Ob es mir gelingt, im Sommer hier ein paar Bäume zu fällen, im Winter, dass die Wiese in dem Bereich größer machen kann. Ich glaube nicht dran, dass wir hier mit Holz viel Geld verdienen können, aber probieren kann man es ja mal, ne? Vollernte.
denke mal, ausleihen für 2-3 Tage. Und dann die Möglichkeit, das Holz rausziehen, ne? Zum einen haben wir eine Beschäftigung und zweitens eine Verdienstmöglichkeit. Das kann man überhaupt wegmachen, ne? Das Heuschräge hochgefahren bekommen, gerade war. Wäre nicht schlecht. Ja, bei mir wird es auch lange dunkel. Langsam. Soll man nicht stören? In der Ruhe sitzen. Nicht stören würde es ja die große Wärme, die hier kommt. Also April. Noch nicht, aber Mai auch noch nicht. Aber wie gesagt, Mai kann schon mal richtig warm werden. Alles so wärmt, ist natürlich blöd. Ne? Aktuellen Strompreisen der Klimaanlage. Obwohl das auch nicht so das Gelbe von Ei ist. Tendiere eher in Zukunft Klimaanlage mit Zwei-Kreislauf-System. Eine Einheit draußen, eine drinne. Mit einem Schlauch verbunden, durchs Fenster vielleicht. Das wäre noch eine Option. Ich kann keine fest einbauen lassen, das gehört mir nicht. Das ganze Problem. Und das heißt, er kann nicht einfach mal ein Loch durch die Wand bohren, um dann die Schläuche und Kabel nach draußen zu bringen. Ne? Geht nicht. Back auf, Junge. Ah, da rollt der Ballen schon. Das Licht am Mann hier, dunkel hier. Oh ja, schon Geld bekommen. Und dann kommt der BGH. Volles. Muss das erreicht, dass wir auch im Winter die BGH frei betreiben können. Ne? Und was ich da machen will auf Dauer ist nachher die Gäres zu Aufwärts zu arbeiten. Ne? Da kann ich Dünger kaufen müssen. Schlitzgeräte oder dergleichen. Oh ja, Entschuldigung, ich bin müde. Ich sammle halt nächste Woche. Vielleicht bohren, mal schauen. Wollt ja die Woche so weit wie möglich die Ellenrad fertig machen, soweit es geht. Auch für nächste Woche. Dann nachher schauen bei Icarus. Da habe ich jetzt Heimmission vor Richtung Eisgegend und dann das andere Exotomaterial zu holen. In der Hoffnung, dass wir mal irgendwann mal auf den anderen Karten das auch finden werden. In offener Form. Das muss ich haben für die eine Art Bezahlung für die Werkstatt. Bis dahin brauchen wir das halt. Düsi Kopf und Schlaf. Autofahren würde ich jetzt sagen, okay, jetzt machst du mal Sekundenschlaf. Im Parken, ne? Sowas kenne ich schon, da brauche ich
habe ich früher mal öfters gehabt. Wo ich dann zwangsweise, naja, geschaut habe, nach wo ist ein Parkplatz, wo kann ich hinfahren. Und rechts ran. Ich lange gezögert, Türen verschlossen, Auto aus und dann nachher, ja, weiß ich, 10 Minuten abgegrunzt. Das ist so, fahren ist ja tödlich. Das habe ich auch schon gehabt, wo ich nach Hause gefahren bin. Hier pünktlich weg um 8, halb 8, um 10 in Bayern, ungefähr 200 Kilometer weg von hier, müde geworden, dann halben Vormittag halt, weiß ich, keine Ahnung, 10 Minuten geschlafen oder so. Dann ging es ja wieder. Aber wie gesagt, Sekundenschlaf ist tödlich. Deswegen einfach die nötige Pause machen, ne? Das muss ich nicht antun. War richtig dunkel hier. Aber 10 kommt schon die Geschwindigkeit in Gang. Wieder. Zeit. Jetzt haben wir 74.000 knapp drüber. Mal schauen, wie viel kriegen. Ob es die 6.000 wären? Ja. Das war nicht viel. Und die 4.000 knapp. Naja, knapp 5.000. Wenn der Mist wieder alle ist, gibt es wieder weniger. Wenn wir Geld haben für Schneidberg, fällt mir gerade so ein. Das wird bald reichen. 10,80. Dann können wir nächstes Jahr auch ein Getreide machen. Zum Winter halt. Die Flächen halt. Zum Aussaat vornehmen. Ne? Ach, nur einen Ballen voll? Ich denke schon, ne? Ja. Aber liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage auch schon Dank, dass Sie reinschauen. Na, tschüss, ciao. Ja, morgen geht es weiter hier mit Ballen sammeln. So. So, dann wünsche ich euch allen schön. Bis Sonntag. Tschüss.